Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind hier immer noch im Portemonnaie unterwegs, diesmal auf der Suche nach ein paar Herzteilen und anderen wertvollen Gegenständen, die wir ja noch gebrauchen könnten. Im letzten Part habe ich mir ja schon bereits das Segel geholt, mit dem wir aufs große, weite Meer hinausfahren wollen. Das heißt also, wir sind eigentlich schon soweit fertig, aber ich will mir ja noch ein paar kleine Sachen holen. Unter anderem ja ein paar Herzteile, um etwas stärker zu sein. Soweit ich weiß, kann ich mir sogar mindestens zwei hier noch holen. Aber zuerst, ja, habe ich hier noch eine andere Sache vor. Lassen wir hier ein bisschen Geld sammeln, das wäre ja auch nicht verkehrt. Und dann wollte ich jetzt erstmal das hier im Visier nehmen, weil da kommt jetzt gerade dieser Typ hier vorbei. Kommt ja sogar sehr günstig. Ich dachte jetzt echt schon, ich müsste noch ein bisschen länger warten. Aber jetzt muss ich erstmal hier den dabei erwischen, wie er einen Brief in den Kasten wirft. Und? Ja, ich würde mal sagen, das reicht so. So kann ich das lassen. Und jetzt muss ich eigentlich ja nur noch den dritten hier im Bunde suchen. Ich meine, zwei Fotos habe ich ja hier schon bereits. Und das dritte hat ja mit diesem Typen hier zu tun. Und ach man, jetzt will mir schon wieder der Opa auf die Nerven gehen. Das gibt's doch echt nicht. Lass mich bloß in Frieden, ey. Hallo Junge, hast du den Briefkasten am Hafen gesehen? Ja, was du mal jemandem einen Brief schicken willst, dann leg ihn doch auf, ja, und wirf ihn in den Briefkasten ein. Es dauert ja dann gar nicht lange und er wird von einem Postboten des Volkes der Orni abgeholt. Die nehmen ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Ah ja, was du nicht sagst. Da ist ja dieser Typ hier. Ja, ich weiß ja schon, wo der hin will, deswegen gehe ich ja mal schon mal ein Stückchen näher ran. Aber ich kann auch erstmal das hier machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was bringt, wenn ich jetzt hier in Farbe oder Schwarz-Weiß mache. Kann ich ja mal versuchen. Erstmal hier einfach mal herzeigen. Das ist ja aber meine ausgezeichnete Ausnahme. Alle Achtung, wirklich. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie sieht die Gesichtsfarbe nicht allzu gut aus. Das könnte natürlich daran liegen, dass das Lichtbild schwarz-weiß ist. Alles klar, ich habe also schon jetzt hier kapiert. Das heißt also, das kann ich also gleich wieder rauslöschen. Das brauche ich nicht. Naja, das heißt also, ich brauche tatsächlich ein Farbfoto. Naja gut, da arbeite ich ja sogar jetzt gerade drauf hin. Ja, wenn mal dieser eine Typ da jetzt ein bisschen schneller kommen würde, aber naja, das dauert eben halt etwas. Was mache ich inzwischen jetzt? Ich meine, warten ist eigentlich ein bisschen zu langweilig. Vielleicht ein bisschen rumherrennen, vielleicht ein paar Leute ärgern oder so. Ja, ich quatsch mal die da an. Diese Stadt hier ist unsere Spielwiese. Wir sind die ganz kleinen Sträuche. Yeah! Yippie! Okay. Yeah! Hey! Nur weil du älter bist, brauchst du dich hier nicht so toll vorzukommen. Ich bin toll. Guck mal, ich habe ein Schwert. Wer bist du denn? Ein Waldschrat, du Waldschrat. Dich habe ich aber auch noch nie gesehen. Ja, ich bin auch neu hier. Sehe ich denn wirklich? Ach, verdammt, ist doch egal. Ja, und die rennen mir jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen im Kreis umher. Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Säcke. Mein Gott. Kleine Kinder sind nervig. Aber echt. Gut, wollen wir jetzt mal hier so ein bisschen das Foto mal im Blick halten. Also, der müsste ja jetzt eigentlich bald jeden Moment hier vorbeikommen. Hoffe ich zumindest, also... Der ist ja leider nicht besonders schnell. Also ich meine, der Typ wandert gerne, aber der Schnellste ist er echt nicht. Na gut, müssen wir erstmal zusehen, dass es nicht allzu lange dauert. Ich muss das Foto ja so machen, dass sie sich hier praktisch hier gegenseitig ansehen und wäre ja nett, wenn die Kinder hier nicht so dabei wären. Ah, Mann. Die lassen sie mich jetzt hier wenigstens in Ruhe, ohne dass sie mir jetzt hier die ganze Zeit hier im Kreis umherrennen. Ah, da kommt er ja auch schon. Ja, ich muss sie jetzt hier im richtigen Moment erwischen. Und zwar genau in dem Moment, in dem sie sich praktisch direkt in die Augen sehen. Wunderbar, so kann ich es lassen. Beide sind perfekt drauf zu sehen. Und nun kommt ja jetzt erstmal der wichtigste Teil dafür. Ich mache diese Fotos ja schließlich nicht zum Spaß, sondern ich will sie ja hier jemandem darbieten. Ja, ach, da ist der Typ. Na ja, hier bist du. Ja, nanu. Na, aber das ist ja eine ganz formidable Box da. Ist, ja, das ist ja eine ganz formidable Box, ist das da, die du ja hast. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Und wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Nett.
Ja, fürwahr, deine Fotobox ist wirklich von ganz fabulöser Qualität und ganz meisterlich verarbeitet. Früher hatte ich genauso eine. Wenn du möchtest, kannst du meiner wunderbaren Lichtbildgalerie gerne einen Besuch abstatten. Muss ich das jetzt echt? Ach, ich wirf mal einen kleinen Blick rein. Kann man ja nicht schaden, mal kurz hier rein zu gucken. Hohoho, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Was zum? Aber du brauchst dich doch nicht so erschrecken, Freund. Gräme dich bitte nicht weiter, es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, befuhr ich das große, weite Meer immer mit meinen Fingern am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Ah ja, sehr interessant. Besonders das hier. Das kenne ich doch irgendwoher, nicht wahr? Ein Lichtbild, dessen Motiv dir vertraut ist. Ja, sehr gelungen, die Aufnahme, nicht? Sie zeigt da schöne Präludien und ich habe sie gemacht, als ich noch jung war. Es war ein wirklich idyllisches Fischerdorf und so reich an vielfältiger Natur. Und ein bezauberndes Mädchen gab es auch dort auch. Nun, aber die Zeit wird wohl auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen sein. Ey, redest du etwa da gerade von meiner Oma? Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und hier? Was auf dem Lichtbild ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Ja, vor langer Zeit soll mein Schiff gesunken sein. Und als ich so auf See war, da erschien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr, ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen. Völlig durchscheinend und unheilvoll war es, denn als Geisterschiff befährt es jetzt das Meer. Man erzählt sich, dass es einen Mann gegeben haben soll, der den Kurs des Geisterschiffes beobachtet und davon eine Karte angefertigt hat. Doch kaum hatte er die Feder abgesetzt und die Karte vollendet, soll er auch schon verstorben sein. Fürwahr unheimlich. Wie auch immer, mit dieser Karte konnte es einem wirklich gelingen, vielleicht gelingen, in das Innere des Geisterschiffs zu gelangen und den dort schlummernden Schatz zu bergen. Interessant. Ja, das sollte ich mir vielleicht sogar mal merken, aber erstmal, ja, verschwinde ich wieder hier. Oder kann ich dir noch irgendwas, kannst du mir noch irgendwas sagen? Ja, keine schlechte Aufnahme, was? Wichtig bei einem Lichtbild ist es, nicht zu nah ranzuzoomen. Es darf aber auch das Motiv nicht zu klein geraten. Das richtige Maß zu finden ist die Kunst. Aha, interessant. Naja, gut, dann muss ich wohl anscheinend doch erstmal noch mal kurz rausgehen. Und dann wieder mal eben halt zurück rein. Müsste ja eigentlich reichen. Aber ist eigentlich ja schon interessant, was er mir da so zu erzählt hat. Wie auch immer, da ist er ja wieder. Na, schon seit meinen Jugendjahren beschäftige ich mich mit dem Bau von Fotoboxen. Es ist mein Lebenstraum, die ultimative Box zu schaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Aber ich bin leider nicht mehr der Jüngste. Ich möchte diese Insel nicht mehr verlassen. Möchtest du vielleicht mein Assistent werden und mir bei meiner Lichtbildrevolution helfen? Klar, gern. Oho, ist das auch wirklich dein Ernst? Aber bitte mach dir keine Illusionen. Es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen in Hand und Reden und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das zu? Na und ab. Schön, so soll es sein. Wie war gleich wieder dein Name? Link? Ja gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Link. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief. Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken und das, obwohl ihm seine Angehimmelte schon mit Körben überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Persistenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem zu sehen ist, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, so... dann darf dir solch eine Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wirf meinen Blick hier rauf. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Lieber muss wohl blind und taub machen, sonst hätte er doch schon längst mitbekommen, wie vergeblich seine Bemühen sind. Ist. Ja, da werden Erinnerungen an meine eigene Jugend wach, als ich... Aber lassen wir das. Die erste Aufgabe hast du jedenfalls mit Bravour bestanden.
Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Aufgabe. Gut, kommen wir zur zweiten Aufgabe. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er etwas mehr Mut fasst. Deine Aufgabe ist es nun, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Ob du diese Aufgabe auch bewältigen wirst? Meinst du damit etwa den Typen hier? Oho, ein vorzüglicher Schnappschuss, zweifellos ohne. Das muss der größte Feigling der Stadt sein. Auch diese Aufgabe hast du bravourös bestanden. Wirklich einfach nur köstlich, dieses Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hat dich vor keine größeren Probleme gestellt. Gratuliere! Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Ja gut, und dann jetzt noch die letzte Aufgabe. Er muss ja erstmal wissen, worum es geht. Also dann, endlich ist es soweit. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind. Aber aus irgendwelchen Gründen sind die beiden leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstohlenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Diese Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Deine Aufgabe ist es nun, den Moment auf Lichtbild zu bannen, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind. Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Heitere Aussichten, nicht wahr? Also streng dich an, Freund. Hier, bitte. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nichts davon mitbekommen habe. Und dabei lebe ich hier auch schon so manchen Lenz. Ja, das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich zu erweisen. Bravo, du hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als meinen Assistenten betrachten. Und als Assistent von Emmanuel Coquefar wirst du nicht mehr mit Schwarz-Weiß-Lichtbildern arbeiten. Niemals wieder. Stattdessen gebe ich dir diese Fotobox. Yeah, du... Ja, deine Fotobox stellt jetzt die Deluxe-Version dar. Ein wundervolles Geschenk von Emmanuel Coquefar an seinen teuren Assistenten, dich. Du kannst damit Farblichtbilder schießen. Lege sie im Item-Menü, ja, viel Spaß in Farbe. Jawohl. So, jetzt bist du in der Lage, herrliche Farblichtbilder anstatt der bisherigen Schwarz-Weiß-Lichtbilder zu machen. Und nun geh hinaus in die weite Welt und fotografiere alles, was dir vor den Sucher kommt. Tu, was ich immer mir erträumt habe, Link, mein Freund und Assistent. Ja, alles klar, das wird unsere Aufgabe sein. Wir dürfen jetzt hier Farblichtbilder schießen. Normalerweise wäre das ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, zumindest nicht in der GameCube-Version, das weiß ich ja schon mal. Denn dafür hätte ich nämlich noch extra ein, ja, bestimmtes Item noch mitgeben müssen, damit er eben halt die Fotobox zu Fotobox Deluxe macht. Hier für die HD-Version auf der Wii U haben sie das ja wenigstens nochmal weggelassen, damit das nicht mehr so aufwendig ist und darüber bin ich auch sogar sehr froh, ehrlich gesagt. Naja, wie dem auch sei, gehen wir erstmal hier rein in eine Schule. Oh Gott, die Schule. Da werden Erinnerungen wach und die sind nicht gerade angenehm. Ehrlich. Ja, willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Ja, kann schon sein. Wieso? Kann ich etwas für dich tun? Erzähl mir was. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es schon her sein, dass ich hier in Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eines bedrückt mich. Es gibt da diese freche Viererbande, die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Ich warte hier den ganzen lieben langen Tag auf sie, aber die lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht zufällig so gut und würdest mir mal ihren Anführer Ivan auf dein Wörtchen zur Brust nehmen? Kannst du das für mich tun? Klar doch. Oh, du bist aber ein lieber Junge. Aber sei auf der Hut, es ist nicht so leicht, mit diesen Frechdachsen fertig zu werden. Naja, aber ihr seid ja alle Kinder, da werdet ihr euch schon irgendwie verstehen. Viel Erfolg! Ja, danke auch. Tja, das wird ja jetzt richtig lustig. Also mit der Viererbande sind ja diese vier kleinen Sträuche gemeint. Hier vorne sind sie ja. Yippie! Sag mal, Duda, passt dir vielleicht was nicht? Willst du dich mit uns anlegen? Mit uns den ganz kleinen Sträuchen? Gib's so, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten alten, will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollten nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen. Wir sind die ganz kleinen Sträuche, verstehst du? Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören.
Aber weißt du, wenn du uns in einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht darüber reden. Na, interessiert? Ich fordere euch heraus. Na schön, die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo und wenn du uns findest, dann laufen wir vor dir weg. Naja, du musst uns dann eben fangen. Aber keine Angst, wir werden uns weder in den Häusern verstecken, noch die Insel verlassen. Also suche einfach gewissenhaft und schau genau, dann findest du uns auch. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen, alles klar? Dann los! Versteckt euch! Ja, so sieht es aus. Wir dürfen jetzt also die ganz kleinen Strolche jagen. Naja gut, das ist eigentlich ja nicht so weit schwer. Ich weiß ja zum Glück einigermaßen, wo die noch liegen und da ist eine Flaschenpost mehr. Naja gut, die hole ich mir später. Erst einmal holen wir uns den ersten hier. Okay, und der springt da gleich runter. Naja gut. Den holen wir uns doch hier mit links. Und da haben wir ihn auch schon. Du hast mich geschnappt. Ja, hol doch, Kleiner. Gut, dann holen wir uns ja gleich mal den Nummer 2 hier. Dafür muss ich einfach mal hier so entlang. Das ist nebenbei bemerkt ein Bombenshop, bei dem ich mir allerdings noch überhaupt nichts leisten kann. Der Typ einfach ein echter Halsabschneider. Es verlangt pro Bombe ungefähr 10.000 Rubine. So viel können wir nicht mal mit uns rumschleppen. Im gesamten Spiel nicht mal. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal hier so an der Wand entlang. Und da sehen wir auch schon den zweiten hier. Juhu. Gut, der rennt ja natürlich auch wieder weg. Und wir natürlich hinterher. Erwischt. Ach nö. Ach doch. Und da vorne ist ja auch schon sogar ihr großer Anführer. Aber ich würde mal sagen, den hebe ich mir mal zum Schluss auf. Hole ich mir lieber erstmal hier den dritten im Bunde. So, ach Mann. Was war das denn eben gerade, Link? Nicht zu weit. Okay, schlage ich jetzt mal die Rubine hier weg. Bringt mir zwar jetzt eigentlich in dem Sinne auch nichts, weil sie runtergefallen sind, aber egal. So, wo hab ich dich denn jetzt? Ach, da vorne bist du ja. Schön, und alles andere ist jetzt erstmal erstarrt. Na gut, bevor ich den jetzt hier schnappe, werde ich erstmal nochmal die hier fotografieren. Sieht ja wunderbar aus. So, und herzeigen. Oh, so sehe ich also heute aus, aber meine Haut ist ja immer noch genauso glatt und straff wie früher. Ja, okay, wenn du meinst. Ich bin also noch genauso hinreißend wie seinerzeit. Du weißt gar nicht, wie gut einem manchmal etwas Bestätigung tut. Danke, dass du mir so gute Laune beschert hast. Hoffentlich habe ich dir, ja, kann ich dir mit dieser kleinen Aufmerksamkeit eine ebensolche schenken. Oder so ähnlich. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kanten, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Die hat mein Sohn irgendwo gefunden. Ich dachte, das könnte vielleicht etwas sein, worüber du dich freust. Schließlich ist mein Sohn ja auch absolut verrückt nach so etwas. Aha, interessant. Egal, ich hole mir jetzt erstmal diesen kleinen Emo-Bengel. Ja, ich finde, er sieht echt irgendwie ein bisschen Emo-mäßig aus. Jetzt nichts gegen Emos. Die sind ja auch nur Menschen. Aber trotzdem, naja, egal. Damit wäre jetzt die Nummer 3 hier fertig. Und jetzt holen wir uns mal hier natürlich ihren Boss. Den wir ja vorhin schon hier gesehen haben. Und zwar steht er hier auf der ollen Tanne. So, und ab dafür. Na, warte, Bursche, dich kriege ich. Oh Mann, der rennt ganz schön weit weg. So, dann wollen wir doch mal sehen. Nee, mit der Rolle geht es ja richtig schnell, hier den zu erwischen. Oh, verdammt. Rennt er jetzt hoch? Ach, da vorne. Oh, verdammt, der rennt jetzt hier quer durch die gesamte Insel. Und geschafft. Nein, hast du mich? Ja, ich hab dich. Siehst du doch. Oh, oh Backe, du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Jedenfalls hören wir ab heute auf, damit grundlos jeden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Yeah, und wir erhalten einen Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Also finde noch zwei, dann erhöht sich deine Energie um 1. Wunderbar. Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn dir echt verdient.
Schließlich bist du der Meister im Versteckspiel. Das schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber könntest du dich vielleicht für uns zum... könntest du nicht vielleicht für uns zum Frau Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Ja, ich würde Mama mal sagen, das mache ich erst beim nächsten Mal. Und Leute, haut endlich mal ab hier. Mensch, bin ich etwa so interessant, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit mich hier so angaffen müsst? Egal. Freunde, ich bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen. Im nächsten Part gehe ich dann erstmal wieder zu Frau Lehrerin Marie, entschuldige mich im Namen der drei kleinen Sträuche hier bei ihm, bei ihr. Und ja, dann würde ich mal sagen, spiele ich vielleicht erstmal eine Runde Schiffe versenken. Genau. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal bei Zelda The Wind Waker HD. Macht's gut und bis dann. Ciao.